So, mal gucken, was der jetzt zu uns sagt. Die kann was für uns tun. Mal gucken. Was? Wo ist denn überhaupt jemand? Ich habe vom Tod genug für drei Hallo? Leben. Es ist mir egal, wie Hier. könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb. Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Wegen dem Helm? Das ist ja wohl Quatsch. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Okay. Ja. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ah, haben wir schon geschafft. Hier, guck mal. Meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Winterfeste. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Wann immer mit den Waffen Kackwaffen. Ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen schließlich nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Okay. So, wir fragen mal hier gleich, wie es aussieht mit einem Haus. Als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Okay, hallo. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Kann man hier gar kein Haus kaufen? Ich kann gar nicht glauben, dass Dago ihm erlaubt, dort zu bleiben. So weit ist es schon gekommen. Es scheint niemanden zu kümmern, was sie unserem Zuhause nee. Angetan haben. Es ist offensichtlich, dass die Erinnerung auch nichts. Da ist noch was. Vielleicht müssen wir nochmal den Jarl fragen. Weiß nicht. Vielleicht ist es, weil es gibt ja eine Trophäe, dass man drei Häuser kauft. Und vielleicht ist die das eine in Falkenring, wo wir noch gar nicht waren. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Winterfeste könnte richtig gedeihen, wäre die Akademie nee. Nicht gebaut worden. So, dann gucke ich nochmal schnell, was die Waffe kann. Die. Ach, jetzt trage ich zu viel. Na, das ist ja gut, dass er das jetzt schon bemerkt. Aha. Mit Verbanden ist ja auch nicht schlecht, oder? So, drehe ich hier nochmal an. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Und dann gehen wir jetzt das Buch ab. Bei dem. Vielleicht kriegt er ja irgendwas raus zu diesem einen Buch, wo wir noch keine Ahnung haben, wo es ist. So, hier ist der Ork. Hier, guck mal. Noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, ja, ja. Das Buch ist es auch. Danke. So. Okay, mehr sagt er mir jetzt erstmal nicht. Möge euer nächster Kampf. Ah, wir fangen einfach mal. Mehr Bücher, die gerettet und hier im Arkaneum untergebracht werden müssen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Endlos-Quest ist oder ob der irgendwann sagt, yo, jetzt habe ich aber genug, ich bin bereit. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um. Aber es ist ja auch immer gar nicht so schlecht, wenn man hier so ein paar Sachen entdeckt, weil da kommt man ja auch schon mal irgendwo hin, wo man sonst nicht war. Genau der Grund, weshalb wir hier so streng mit dem Zug zur Akademie sind. Hier nicht gewesen, wären wir alle tot. So, was ist denn das denn? Hier muss ich mal gucken. In dein Exemplar. Das ist die gespalten. Da ist es. Das ist ja denn albern. Das ist ja einfach. Ah, jo, jetzt haben wir ja alles gemacht, was ich hier tun wollte. Ich frag noch mal den Typen, weil der wird mir hier angezeigt als Questziel und ich gehe jetzt einfach mal dahin. Geht's nicht überhaupt hin? Und sag da mal Bescheid. Alle der. Ach nee, ist ja richtig. So, weil der wird mir ja angezeigt, dass er. Ist der. Ach, der ist oben. Dass ich zu dem hin soll, vielleicht. Keine Ahnung. Was auch immer. Zahnräder habe ich eigentlich nicht dabei, das wäre mir bekannt. Bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte. So. Ich brauche einfach noch mehr Dwemer-Ausrüstungsteile für mein. Und bitte, das hier sollte unter uns bleiben. Okay, der sagt uns das nur, dann müssen wir irgendwo mal. Die einfach suchen. Gut. Dann kam vor einer Weile mal der Wunsch, mich nochmal auf Solstheim umzugucken. Ihr nehmt mich und mein Angebot beim Wort, was? Gut.
Warte mal. Hat der auch noch einen Quest? Ihr seid nicht nur hier, um mir einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Mach mal so. Doch wie versprochen nehme ich euch immer noch gern alle Gestohlenen. Für manche ist es Ramsch. Yo. Für mich hat er, okay, er hat Geld. Hat er noch was Tolles hier zum Verkaufen? Irgendwas? Naja. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Es gab auch den Tipp, ich deaktiviere das erstmal, dass wir nochmal mit Nelod reden sollen auf Sulzheim, weil der uns sagen kann, wo noch ein schwarzes Buch ist, weil mir vielleicht noch eins fehlt. Da bin ich nicht ganz sicher, aber das kann sein. Da gehen wir jetzt einmal hin und dann gucke ich mir mal noch ein Hügelgrab da an. Okay, mir werden hier gerade Shalindors Schriften angezeigt. Ich weiß nicht warum. Dann machen wir das. Gehen wir einfach mal hin. Anscheinend ist es ja ein DLC-Quest gewesen. Das war mir neu. Aber wir... Naja, nee. Keine Ahnung, ob das jetzt hier einfach so rumliegen wird oder wie das aussehen soll. Ach, müssen wir durch die ganze Höhle durch, ey. In der großen Halle. Ist die hier schon? Was? Kommen wir hier gar nicht durch? Aber hier ist doch der Weg, oder nicht? Ja. Höhler Standort. Da kommt man vielleicht nur von der anderen Seite durch? Weiß es nicht. Wo wir doch eigentlich überall waren. Na gut, dann versuche ich mal da von der anderen Seite ranzukommen. Anscheinend sind wir ja richtig. Ich gucke auch nochmal, ob es hier nicht zufällig einen Hebel gibt zum Hebeln. Nee, sieht eher nicht so aus. Die große Halle, ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber dann gucke ich mal. Anscheinend gibt es da ja irgendwas. So, geht mal alle weg. So, jetzt sind wir hier durch den ersten Bereich mal durch. Hier. Aber sind wir noch nicht ganz... Die Ricklinge sind doch ganz schön krass. Ja, das geht... leider immer noch nicht so richtig. Weil sie denn Feuerschaden kassiert. Ja, ist doch schon vorbei jetzt. Oh, den können wir vielleicht nochmal. Ja, ich wollte mal ein bisschen Zerstörungszauber skillen. Dann haben wir den Feuerball, der leider recht teuer noch mit Mana ist, weil ich das noch nicht geskillt habe. Dass wir den billiger machen können. Hä, ist da. Nee, die sind alle weg. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Mal gucken. Große Halle, ja. Bin mir ziemlich sicher, dass wir da schon waren. Ja. Okay. Ah, da ist das Richtige. Geht. Okay. Ja, mal gucken, wo wir denn da rauskommen. Eigentlich dachte ich, das wäre die große Halle gewesen, wo auch dieser Überboss war. Wo man ja auch eigentlich von hinten rangekommen ist, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt und es ist doch woanders. Aber ich dachte eigentlich, dass wir hier schon mal gewesen wären, aber die... Oh. Ja doch, den Schlüssel hat ja anscheinend auch. Da mal Licht an hier. Ja, da ist sogar ein Buch. Drachensprache, oh. Nützt mir aber nichts. Ja, noch ein Buch? Nee, schade. Dachte, hätte ich noch was lernen können. Geh mal weg. Mal gucken. Den scheint es ja aber doch irgendwie... Na, warte mal. Aber an sowas kann ich mich doch erinnern hier. Oh oh. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ah, ne. Okay, ja, da kommt er natürlich auch nicht dran... Oh. Dran vorbei an dem Sturmtypen. Ah, jo. Die gehen trotzdem auf mich. Die steht natürlich da. Wie bin ich denn andersrum vorbeigekommen? Geh doch mal. Ach, also wie die im Weg stehen, ist ja... Das ist schlimm immer. Jetzt ging's. War nur der Bogen zu fett. Ah.
hin? Ach, da ist noch einer. Jo, verbessert. Stufe 30. So. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen weit runter. Also die machen so viel Schaden mit ihren komischen Speeren. Das ist unglaublich. Und ich habe zwar auch nur leichte Rüstung an, aber trotzdem. Zack. Da hinten ist noch einer. Krass. Ah, der weiß schon, wer der gefährlichste hier ist. Okay, kaputt. Was, wo denn? Ach, da hinten. Zack. Also jetzt nochmal abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ein Chef war. Da komme ich ja nicht rum. Oh, geht mal dahin. Schreibfedern. Oh. Doch, natürlich waren wir schon. Mit dem Knauf hier? Na klar, den haben wir doch. Ach, na doch, das haben wir eigentlich gemacht. Dann. Ne, komm mal, da ist ja. Da steht was drüber, aber hier nicht. Wo ist denn das denn? Ah, okay, das ist wahrscheinlich denn. Irgendwo hatte ich das, glaube ich, beim Schneiden gesehen, weil ich es beim letzten Mal hier auch nicht gefunden habe, aber das lag hier irgendwo rum. Da bin ich, glaube ich, so dran vorbeigelaufen. Ah. Hab mich denn gewundert, ansonsten könnte man es auch einfach ausprobieren. Gibt ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Geht da trotzdem mal hoch, nicht, dass da noch eine ganz tolle Kiste ist, wo wieder tolle Sachen drin sind. Hier so. Ah ja. Aber das Zeug haben wir ja auch schon. Genug. Nee. Hä? Wie ist man denn da hochgekommen? Und, ach, hier. Ist aber auch richtig dunkel, ne? Obwohl wir jetzt schon Licht anhaben. Nee. So, warum geht's nicht hier lang? Naja. Moment mal, ich mach mal vorher noch den Feuerball wieder hin. So. Nee. Ich dachte eigentlich die. Ah, da ist er. Der Fisch. Muss der da hin? Gibt's leider nix. Zack, so, das müsste jetzt stimmen, ne? Jawohl. Und hier ist es. Was? Das? Ja. Keine Ahnung, warum es das hier gibt. Ob das jetzt wirklich DLC-mäßig war oder ob das zufällig in irgendeinem Tor gespawnt wäre. Und jetzt war es eben hier. So, wie kommt man hier jetzt wieder raus? Angeblich da? Ach ja, Tatsache. Gucken, ob ich jetzt wieder in diesem großen Raum, in der großen Endhalle ankomme oder wo. Ach, jetzt ein schwarzes Buch gegeben, ja. Aber das hatte ich ja auch schon. Ach, Tatsache. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Das ist ja komisch. Na gut, dann war das doch nicht die große Halle. Dann ist ja alles klar. So. Dann sind wir hier jetzt ja durch. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Aufgabe, Zwergenzahnräder zu sammeln. Und das können wir auch hier machen. Hier, ich drehe mich noch einmal um, ob es hier zufällig noch Ruinen gibt, die ich nicht kenne. Aber hier ist man nicht. Aber dann können wir hier auch nochmal eine Zwergenruine angucken. Mal gucken, ob die andere Sachen haben. Metall brauche ich da ja nicht mitnehmen. Da waren wir schon mal drin, aber hier gab es ja auch noch eine. Gucken wir uns nämlich die mal an.
Ja, das meiste hier haben wir ja schon. Ach, ich habe auch den Tipp bekommen, ich soll mal mit dem Feinde in der Nähe sind. Ist hier schon wieder ein Drache unterwegs? Ach ja, wirklich, ey. Ah, okay, ich renne mal vor dem weg und dann gehe ich mal zu dem Nillert hin und den kann man wohl befragen, wo noch schwarze Bücher sind. Dann versuche ich das nämlich mal. Jetzt ist er schon wieder weg. Vielleicht gibt er mir ja noch einen Tipp. So, hier ist er. Was liegt denn hier rum? Dass jetzt nicht mehr alle jede Nacht zu diesem verdammten Findling rennen. Okay. Ich schulde euch Dank dafür. Gut, hallo? Kann er uns noch was sagen? Deutlich entspannter, seit ihr ihn beseitigt habt. Ja, mal gucken. Das hängt davon ab. Seid ihr bereit, was? Nichts. Das sollte ein zusätzliches spektrales Kraftband zwischen eurem eigenen Lebensfunken und dem Aethra-Reich erschaffen. Ihr würdet es als eine Art erhöhte Vitalität spüren. Ihr könntet länger kämpfen, wäret stärker, all solche Sachen. Zumindest glaube ich, dass das passieren wird. Bin mir so gut wie sicher. Natürlich weiß man das vorher nie. Ja, okay. Na klar, machen wir. Bewegt euch einen Moment nicht. Ich wirke diesen Zauber zum ersten Mal und kann keine zusätzliche Ablenkung gebrauchen. Ihr werdet nichts spüren. Und falls doch, schreit bitte nicht allzu laut. Meine Ohren sind sehr empfindlich. Das ist ein blöder Typ. Ab mit euch. Wenn ihr Nebenwirkungen feststellt, solltet ihr mir unverzüglich darüber berichten. Naja, was kann schon schief gehen, ne? Das achte auf Nebenwirkungen. Na klar, die kommen ja bestimmt. Machen wir einfach mal an. Ob man einen Drachen lebend fangen kann. Wo so. Ist diese faule Dienerin nur? Verona? Nein, wartet, sie ist ja tot. So. Meyers Mora hat schon immer versucht, sterblich... Okay, kann man... Für den Detra-Prinzen des Schicksals scheint Zeit äußerst... Okay, der sagt mir nichts mehr. Oh, Moment mal. Braucht ihr alle eure Zehen? Ich könnte eine frische Zehe gut machen. Für... Na, egal. Nee. Ihr seid nicht muffig genug. Okay. Ja, mal gucken, was wir jetzt für Nebenwirkungen kriegen. Dann gehe ich jetzt mal in die Zwergruine. Kommt Mjoll auch runter? Das hat, da hatten wir hier mal das Problem, dass die nicht mitgekommen sind. Zumindest der... Okay, sie ist da. Vielleicht war der andere Handlanger immer nur zu doof. So, dann gehen wir jetzt in die Zwergenruine und gucken mal, was da los ist. So, Glück hatte ich das schon mal entdeckt. So, naja, mal gucken. Vielleicht ist ja hier doch noch ein schwarzes Buch versteckt. So, wir machen hier erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, was hier unten abgeht. So, dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.